Hä? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Komm mal her, hier. Hier bin ich. Piu. Auf Wiedersehen. So. Ist noch einer. Auch das kriegen wir wieder ordentlich voll, ne? Sucherfleisch. Oh oh, zwei Sternezecke. Tschüss. Da sind noch mehr Zecken. Aber ich würde erstmal eins nach dem anderen abklappern. Was geht denn jetzt ab? Ach, er speichert. Ich glaube, weil der Tag vorbei ist. Warte mal. Erst links. Dann bleibe ich auch dabei. Nichts, nichts, nichts. Ah, doch, hier geht es auch weiter. Links, links. Aha. 7. Hier ist nicht. Ah, doch. So. Und 8. Sehr gut. Was ist mit der Musik? Also, schon klar, hier ist keine Musik, aber gar kein Ton. Weil wir haben hier ja noch nicht alle besiegt, oder? Weil wenn alle besiegt sind, dann kommen diese Hintergrundgeräusche nicht mehr. So, das ist Nummer 10. Ey, das geht ja Schlag auf Schlag. Aber 3 sind noch. Links halten. Dann sind wir einmal rum, ne? Dann kommen wir jetzt zu dem Gang, wo da hinten noch Zecken waren. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. Noch eine. Sehen wir gleich. So, 11. Und 12. Und eine muss hier noch irgendwo sein. Dann sind wir auch hier durch. Sehr gut. Da ist er doch. So, und tschüss. Hier lang, hier runter. Dann da auf diesen Dingens drauf. Und hier hoch. So. Na komm. Zack. Sehr gut. Und da würde ich sagen, das bringen wir definitiv weg, ne? Ja. Ich schau mal kurz, ob wir hier noch irgendeine Mine hatten. Ich glaube aber nicht, ne? Weil wir hätten hier noch eine mit 5 Gel. Könnten wir theoretisch auch noch holen. Aber... ja, ich bring das mal eben weg. Komm. So. Erstmal nehme ich das hier auf. Damit sich das stackt. Und den Rest schmeiße ich hier runter. So. Sehr gut. Und ja, ich weiß gar nicht, uhrzeitmäßig sollte es ja gerade morgens sein, ne? Da. Also ich glaube, wir haben es sogar noch vor 9 Uhr. Weil unsere Sonnenuhr funktioniert noch nicht. Das bedeutet, wir gehen zurück. Und gehen noch zu der 5-Gel-Mine. Und dann zurück zur Base. Hervorragend. Ach ja, na klar. Shit. Jetzt habe ich die Station abgerissen. Ich habe das Holz eben gerade... Warte, ich hole hier eben Holz. Jetzt auch mal durchs Portal zurück und so. Das wäre mir zu umständlich. Hier muss doch irgendwo Holz sein. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Sonst sind hier immer diese kleinen Bäumchen, weißt du? Und genau jetzt, wo ich sie brauche, nicht. Och, jetzt komm schon. Och, Mann. Okay, ich hole eben 10 Holz aus unserem Lager. Am meisten fuckt mich daran ab, dass ich es dann immer auch cutten muss. Jedes Mal durchs Portal gehen, cutte ich ja weg. Immer. Jedes Mal. Und deswegen ist das natürlich dann immer entsprechender Mehraufwand jedes Mal. Aber gut. So, das hier kommt dahin. Und dann haben wir unser 10 Holz. Da gehe ich wieder zurück. Und wir können weiterreisen. Tut mir leid. So, das Ding hier hingebaut. Abgerissen, abgerissen und weg hier. Und wir gehen nach da. Übers Gebirge hinüber. Also so. Ja, und da werde ich mich dann auch deutlich sicherer fühlen. Oh, Moment. Das habt ihr schon wieder gehört gerade, ne?
Tut mir leid. Gut. Oh. Hässliche Viecher. Ich versuche einfach mal abzuhauen. Oh. Och man. Also so allmählich gehen mir die Mistlands wieder ganz schön auf den Zeiger. Keine Ahnung warum. Aber jetzt sind wir hier ein bisschen unterwegs. Och nö. Keine Ahnung warum. Ich mach mal ein Tier an, ne? So, ich... Lauf einfach mal weg. Ich gehe jetzt aufs Gebirge und wer mir folgt, wird umgebracht. Ja, ich glaube nicht, dass das jemand geschafft hat, mich zu... Das gibt's nicht. Er hat tatsächlich geschafft, mich zu verfolgen. Gut. Sie? Mann, jetzt... Schlag zu! Was ist denn mit dir? Hä? Was war das denn gerade für eine Nummer, Digga? Holy shit! Okay, und er hat uns auch verfolgt, aber den versuche ich tatsächlich loszuwerden, indem ich es einfach renne. Ganz ehrlich. Ah! Sei gegrüßt! Mit so einer Schurkin an meiner Seite wäre das natürlich was anderes. Verfolgt er mich denn noch? Wahrscheinlich, ne? Ach komm. Jetzt verschwende ich meine Zeit. Oder? Was will ich denn mit seinem Loot? Nix. Seine Trophäe ist hässlich und bringt nichts. Sein Beutel, keine Ahnung. Ich glaube, den braucht man doch nur für diese eine einzige Waffe. Und die haben wir schon. Hm. Also, nix wie weg hier. Boah, dass unsere Schwade nicht erfriert bei diesem Schneesturm. Ich meine, wir sind ja gut gepolstert, aber die Schwade selber? Oh Mann, fällt die so runter und stirbt. Huch! Alter, meine Fresse, greift der schnell an. Warte mal, Mine ist da. So. Hier so lang. Oh, da war ein böses Camp, ne? Ja, ja, da... ich mache einen großzügigen Bogen drum. So. Wo ich bis heute nicht weiß, warum sie sauer auf mich sind. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich glaube, das war das, wo ich es nicht mitgekriegt hatte, ne? Plötzlich waren sie unsere Feinde und ich habe keine Ahnung warum. Ah! Hier ist ein Zwerg nicht gegen uns. Ach, hier ist eine normale Base. Hm. Aber hier müsste eine Mine sein, direkt nebenan. Da. Ah. Mit Hasenstuff. Sehr gut. Ja, warum nicht, ne? So. Ah! Hier ist sogar noch eine Workbench. Und ein Lagerfeuer. Da mache ich mal das Portal hier hin. Und wir klappern eben noch den letzten Rest ab. Hm, ja, ansonsten, wenn ich irgendeinen Müll loswerden muss, dann sortiere ich aus. Aber vom Gewicht her ist es auf jeden Fall easy. Also rein da und wir suchen nur 5. Bitte lass es schnell gehen. Ich will aus den Mistlands endlich raus. Bitte, bitte, bitte. So, moin. Kommt mal alle her. Gruppenversammlung. So. Aua. So. Feuerball. Zack. Und noch ein. Und Frost. Huch. Oh. Mana vielleicht. So, da ist noch einer mit Sternen. Oh, oh. Ah, mit 2 Sternen. Tschüss. Feuerball und dann wieder raus? Ja. Und tschüss. So, dann lassen wir so schön ein bisschen brutzeln. Und wieder rein. Ah, wir sind wieder, wir haben unser Gebiet sogar zurückerobert. Sehr erfreulich.
Dann hau ich mir sogar mal den Mana-Trank rein. So, weil hier ist ja ordentlich was los. Die freuen sich aber, mich zu sehen. Hä? Achso. Alter. Hier ist das aber... Das ist aber eine ganze Menge Loot. Not bad. Sehr gut, sehr gut. Und wir gehen rein. Mal gucken, was es hier so Feines gibt. Da war ein Monster. Ciao. Und hier lang. Mit Stern. Außerdem war unten gerade eins auf uns aufmerksam geworden. Ich hoffe, das hat keinen Stern und fliegt jetzt hier hoch. Ich glaube aber nicht. Gut. Hier ist auch nichts. Nö. Alles klar, auf Wiedersehen. So. Gut. Da ist schon mal ein Häufchen. Elend. Ah, hier war das mit der Treppe nach oben. Ich erinnere mich. Da kamen da tatsächlich auch welche runter, während wir hier am Feiden waren. Nummer 2, darf ich nicht vergessen, den Strich zu machen. So. Irgendein Vieh ist auf uns aufmerksam geworden, das hat aber nur ein Geräusch gemacht. Fliegt uns bestimmt gleich von irgendeiner Seite an. Keine Ahnung, nö. Gut, wir halten uns erstmal links, ne? Da kommt er. Auf Wiedersehen. So, hier noch nach links. Nüscht. Energieschild. 3, 2, 1. Zack. Gut. Das hätten wir. Dann nach hier oben. Das war hier. Ach, da. Alter. So. Sonst ist hier nix. Doch. Ein Gang. Mit einem Geheimraum. Na gut. Wie viel haben wir? Wir haben erst 2. Das ist aber wenig. Ja, dann haben wir hier alles durch. Ne? Dann geht es nur noch nach unten, oder? Oder habe ich hier einen übersehen? Ich glaube, ich habe hier gerade alles abgeklappert, oder nicht? Also nach unten. Da müssten da noch 3 weitere sein. So. So. 1. Beziehungsweise, das ist jetzt Nummer 3 gewesen. So rum. Da ist noch einer. Das wäre dann Nummer 4. Und einer ist hier noch und dann nicht sie weg hier. So, hier hinten vielleicht. Keine Ahnung. Ich werde den Teufel tun, das auswendig zu lernen. Also müssen wir dann doch jedes Mal suchen. Nix, nix, nix. Huch. Tatsächlich doch getroffen, dreist. War ich aber auch gerade ein bisschen greedy. Bin da sehr selbstsicher ihm entgegengerannt. In der Hoffnung, das schaffen wir doch sowieso. So, hier doch, oder? Auch nicht. Ja, der letzte ist natürlich wieder ganz, ganz verwinkelt irgendwo hinten drin. Und wir finden natürlich genau alle Winkel, bis auf den, wo er ist. Den finden wir natürlich als allerletztes. So, hier lang vielleicht. Keine Ahnung. Hier geht es auch nach unten. In solchen Räumen ist es doch oft, oder? Ja. So, her damit. Und tschüss. So, Gott sei Dank. Hätten wir das. Und zurück weiß ich gar nicht. Hier hoch? Ich glaube ja. Ich gehe einfach mal intuitiv und intuitiv war direkt richtig. Sehr gut. Und theoretisch gucke ich mal. Ja,
Das kriegen wir, glaube ich, noch alles mit. Obwohl wegen Platz, ne? Ich könnte hier das da lassen. Ich reiß mal ab. Das hier. So. Und dann kriege ich nicht alles mit, ne? Das Edelholz nicht. Deswegen lasse ich das Holz... Wolfsfell hier. Holzfell. Was zur Hölle ist ein Holzfell? Gut. Hier lang. Sehr gut. Und hier. Wow. Aiktir ist gerade leider nicht mehr aktiv. Oh, wir sind nur noch eine Minute gut ausgeruht. Das ist natürlich nicht so gut. 20. So. Und noch einer. Auf Wiedersehen. Hervorragend. Und wir müssen direkt straight geradeaus. Ne? Nee, gar nicht. Nach da müssen wir. Mit diesem riesigen Turm. Voll schick finde ich den. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich spare mir das mal, den einzutragen. Weil tatsächlich solche Türme gibt es häufiger. Aber vor allem, ne, mit diesen Felsen hier unten so. Und ach ja, die Missler sind schon geil. Gebirge ist ja voll mein Ding. Ah, da sieht man sie. Die Base. Das Häuschen. Icon. Dann nichts wie rüber da. Und hier finden wir vielleicht noch einen Schädel, den wir tausendmal übersehen haben. Wahrscheinlich nicht. Mich jetzt auch gewundert. So, hier lang. Aha! Um den müssen wir uns kurz kümmern. Ja, nach oben kämpfen ist immer schwierig mit dem Froststab. Da muss man gefühlt irgendwie, ich ziele nach da und wenn ich da treffen will, muss ich so zielen. Gefühlt. So in etwa natürlich nur. So, hier ist das Lager der Zwerge und ein hässlicher. So, Entschuldigung. Nicht, dass ihr aggressiv auf mich werdet, weil ich jetzt euer Haus angegriffen habe. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe einfach mal. So, und wir sind endlich wieder zu Hause. Dann können wir nochmal hier die... Lag da gerade eine... Dingens? Ein Dingensbeutel? Nee, ne? Nö, sah nur so aus. So, den Extrahierer. Oh, stimmt. Was lassen wir denn hier? Das. Und das? Keine Ahnung. Weil das muss ich ja mitnehmen. So. Und die hier auch. Sehr gut. Wir kriegen es genau mit. Perfekt. Und dann würde ich sagen, wir gehen zurück. So. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal runter und sammeln so viel auf, wie es geht. Aber bevor wir das machen... Ich glaube, ich werde erstmal in unserer Garderobe unsere Tränke los. Und pack das hier wieder nach oben. Pack den hier weg. Und den Gürtel wieder an. Denn dann können wir auch mehr tragen. Wir haben nicht nur mehr Platz, sondern können auch deutlich mehr Gewicht schleppen. So. Und dann gucken wir mal. Erstmal würde ich sagen, ich bringe mal das Portal nach oben. Damit wir es griffbereit haben. Oh, es wird auch gerade Abend. Na, so sei es. So, Portal. Das rein. Dann die 10 Augen, 2 davon und hiervon 10. So. Dann nochmal hindurch. So. Holz weg. Was haben wir hier noch so? Harz. Bei Magie. So. Außerdem jede Menge Monsterfleisch. Sehr gut. Können wir auch gerade wieder ein bisschen was gebrauchen, wo wir das weggekocht haben. Obwohl, wir haben so viel davon noch oben im Speicher, ne? So, und wie viel Gelee haben wir? Ich nehme erstmal die Gelee-Fropfen alle auf. So. Sind alle, ne? Ich glaube, ja. Und Weichgewebe habe ich auch direkt dabei, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks und ein 10er. Ja, 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 kann man nicht meckern. Weichgewebe hier hinein. Und
Gelee hier hinten. Zack! Oh, warte, warte. Ich sollte das systematischer machen. Und so und so. Ja, der Honig ist ein bisschen viel. Könnten wir eigentlich nach oben bringen. Spare ich mir aber mal. Und Stein kommt hier rein. Dann nochmal alles. Kriege ich alles mit? Fast. Hier, warte. Den Stein rein. Das aufgesammelt. Und den Stein rein. So. Sehr gut. Chitin. Zack. Dann Schuppen. Eine. Noch ein bisschen Weichgewebe hier. Monsterfleisch. Zack. Und ich mache außerdem mal das Licht wieder an, ne? So. Dann Boss-Spawn. Da kommt der hier rein. So. Könnten wir sogar theoretisch die Queen beschwören, wenn wir wollen. Suddlingskern von der Laterne. Monster-Organe. Da haben wir auch ein bisschen was. Wir haben das erste Mal ein Stack von den Hauern voll. Und davon haben wir schon 38. Und hiervon auch mehr als genug, ne? Alles oben im Speicher. Und davon sowieso, ganz ehrlich. Können wir sogar eigentlich mal wieder nach oben bringen. Mache ich auch. Warte mal, erstmal schwarzen Marmor hier rein. Dann noch die Trophäen hier. Ach ja, oben liegen noch welche. Stimmt. Halt. Weil ich glaube, auch die sind dann voll. Weil von den Suchertrophäen kriegen wir immer so viele, dass ich mir ziemlich sicher bin. Wo sind denn die? Hier. Ne, 17 von 20. Und hier auch 17, 20. Gut. Müssen wir also noch nicht hochbringen. Aber wir haben hier etwas Kupfer. Das kommt nach unten. In die Erzkiste. So. Und dann gucke ich mal, ob der Met zufällig fertig ist. Ja, ist er sogar. Hervorragend. Rein damit. Und nach oben gebracht. Wir füllen die Metkiste wieder auf. So. Jetzt fehlt theoretisch hier noch ein bisschen Ausdauer. Feuer, ne? Können wir uns auch vorbereiten für die Aschenlande. Obwohl natürlich... Also das ist eine Aschenlandereise und das eine zweite. Die halten ja ewig. Ne? Also alles gut. So dringend ist nun auch wieder nicht. So, rein damit. Und dann hätten wir es. Wir könnten theoretisch so machen und den wieder auffüllen. Und außerdem hier bei der Essenskiste uns davon 5 rausnehmen. So, perfekt. Ja, dann hätten wir das. Haben wir das auch schon mal erledigt. Ach ja, was ich übrigens noch erzählen wollte, euch ist bestimmt aufgefallen, dass seit Folge 849 ist jetzt alles auf Ultra HD. Und falls ihr auf Ultra HD gucken wollt, nicht wundern. Ultra HD ist nur hochskaliertes 1920, ne? Also 1920 zu 1080. Das ist immer noch die normale Auflösung. Aber ich habe so viel hin und her probiert. So viel. Und ich kriege es einfach nicht hin, dass die Grafik, vor allem bei viel Farbwechseln, genug Informationen hat. Also das Video genug Informationen hat, um das Bild nicht geblurrt darzustellen. Und so, wenn ich es mit Ultra HD hochlade, ist es möglich. Ob es auf Ultra HD guckt oder was auch immer, ist dann tatsächlich nicht so relevant. Aber auf Ultra HD bekommt man auf jeden Fall jetzt eine deutlich bessere Grafik raus. Und ich hoffe, damit sollte das jetzt erstmal geklärt sein. Also falls ihr auf Ultra HD guckt und euch wundert, hä? Ist doch gar nicht Ultra HD. Ja, das stimmt. Es tut mir leid, aber es ist immerhin jetzt schön scharfe Grafik. Ne? So. Vor allem, ich habe das alles mit OBS auch so aufgenommen. Hochqualitativ. Aber bei DaVinci, beim Rausrendern, ist die Qualität dann immer sozusagen, also auch geblieben, das ist ja, was ich meine, wenn es dann rausgerendert war, aber beim Hochladen auf YouTube ist die Qualität immer wieder reduziert worden und das versuche ich jetzt hiermit zu umgehen, ne? Also ist die Grafik jetzt noch besser, ich hoffe, ihr freut euch, ich mich definitiv und, oh, halt, wir müssen das Feuerholz nachlegen, das tue ich so gleich, so. Dann hier bei unserem Drachennest. Huch, nein! Ich habe die Trophäe aus Versehen aufgesammelt. 5. Halt. Da. 5. So, sehr gut. Huch, laggedy lag. Oh, ist gleich der Tag vorbei. Nein! Wollte eigentlich schlafen gehen.
Abschied nehmen und dann schlafen gehen. Ich probiere es trotzdem noch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ich freue mich schon auf die Aschenlande, dauert nicht mehr lang. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.